Na, Bock auf noch eine Portion Endless Trash? Thank you, sir. May I have another? Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Retro Club. Ich darf mal wieder euer Gregor sein. Eine Stunde ungefähr mit Videogame-Unterhaltung von Anno dazu mal. Wobei, ich weiß nicht, ob ihr so unterhalten sein werdet beim Thema heute. Vielleicht amüsiert. Ich werde auf jeden Fall nicht unterhalten sein, sondern eher gequält. Erstmal, schön, dass ihr da seid. In eigener Sache weisen wir gerne wieder darauf hin, dass wunderbare Retro Club Merch ist für euch erhältlich. Könnt ihr in der Videobeschreibung den Link anklicken. Gibt es schöne Shirts und andere Geschichten, die man sich holen kann. Und wenn wir schon dabei sind, so auch mal fein ins Bild halten. Zwei Retro-Club-Bücher gibt es mittlerweile, das ABC der Videospiele Level 1 und Level 2 mit Videogame-Geschichte noch und nöcher. Wenn ihr sie noch nicht habt, holt sie euch gerne bei uns im Shop oder überall, wo es Bücher gibt. Für alle, die sich's geholt haben, sage ich extra selber Dankeschön. So. Das mal wieder zur Seite positionieren und widmen wir uns Spielen, die, glaube ich, in keinem der beiden Bände groß gefeatured werden, aber das wäre auch ein bisschen Platzverschwendung, zu einem Teil zumindest, weil die Spiele, um die wir heute das Thema drehen lassen werden, des Retro-Clubs, sind hundsmiserabel, einfach nur schlecht, mies, grauenhaft. Zumindest der Meinung der Videospielredakteure von Anno dazumal nach, wenn ihr in der letzten Woche zugeschaut habt, die Endless Trash-Serie, also wo ich in alte Zeitschriftentests reinschaue für bestimmte Plattformen und dann manche der am schlechtesten bewerteten Spiele der Leute damals raushole. Ich war so inspiriert von den schlechtesten Mega Drive-Spielen, dass ich gedacht habe, komm, Nintendo müssen auch mal ihr Fett wegbekommen. Und wir hatten schon die Super Nintendo Worst Games gehabt. Warum nicht das Nintendo Entertainment System? Heimat! Von Klassikern wie Super Mario Brothers, wie The Legend of Zelda, wie Metroid, alles, was es damals gegeben hat, aber auch Endless Trash eben. Und auch hier wieder großer Dank natürlich an die wunderbare Seite cultboy.com, wo viele Leute sich im Dienst der alten Zeitschriftentests dann gestellt haben, in den Dienst gestellt haben und viele Scans der Zeitschriften gemacht haben, sodass ich heute, ohne das alles wieder aus dem Keller rauskarren zu müssen, wenn überhaupt noch vorhanden die Magazine sind, dass ich da schnell gucken kann, was denn wirklich dann schlecht bewertet wurde. Und ich habe hier auch für euch wieder mal 8 Spiele, die einfach mies bewertet wurden, die zum schlechtesten bewerteten, zu den schlechtesten bewerteten Games auf der Konsole zählen. Wir gucken mal aufs erste Bild drauf und wir starten ein bisschen angenehmer, aber nicht ganz so angenehm. Solar Jetman ist das erste Spiel, worum wir uns kümmern werden, von Tradewest gepublished, wobei ich glaube, Tradewest müsste Rare eigentlich sein oder der andere Name dementsprechend, das Publishing House, was gemacht hat. 41% Spielspaßwertung in der Videogames 1.91 von Heinrich Lenhardt damals getestet worden und der sagte zu dem Spiel, der Spaß wird breit gewalzt, die Abwechslung hält sich in Grenzen. Noch ein bisschen sanft formuliert, aber wir sind ja auch erst bei den niederen 40% Regionen angekommen. Wir gehen aufs Ingame drauf. Genau, wie wir sehen, Tradewest hat gepublished, aber der Copyright-Screen unten ist Rare. Rare haben natürlich sehr, sehr viel zum Spiel gemacht. Ich lese euch, bevor wir reingehen, weil das wird ein Spiel sein, wo ich richtig aufpassen muss. Ihr seht es gleich anhand des Games. War eins, das ich unter anderem auch damals in den Kaufhäusern gespielt habe, als es rausgekommen ist. Das war eines der Spiele, die sie als Spielstation aufgebaut haben und wo ich nie so richtig zurechtgekommen bin. Also Solar Jetman. Heinrich Lenhardt schrieb in der Zeitschrift damals als Fazit: Dieses ungewöhnliche Actionspiel verlangt weniger brillante Reflexe als vielmehr eine doppelte Portion Fingerspitzengefühl. Die Steuermanöver sind so vertrackt, dass man mächtig vorsichtig Gas geben sollte, um nicht dauernd schwungvoll ans Gestein zu rumpeln. Hat man sich an die Steuerung gewöhnt, bietet Solar Jetman trotz schlichter Grafik eine schöne Ladung Unterhaltung. So interessant für ein Spiel, dem er 40% gegeben hat, dass er von schöner Unterhaltung spricht. Ich würde dem vielleicht widersprechen auf eine gewisse Art. Die einzelnen Levels sind aber zu umfangreich und verzwickt. Auf höheren Stufen sind die Spielzeiten von einer halben Stunde und mehr pro Planet keine Seltenheit. Der Spaß wird breit gewalzt, die Abwechslung hält sich in Grenzen. Also, es wäre wohl besser für Heinrich angekommen. Und wenn ich das jetzt hier gerade sehe, holy shit. Also immerhin, da hat man wohl den Schutzschild, wo man hier dann durch kann, aber ansonsten, das wäre ja mörderisch gewesen, diesen Part zu machen. Es ist ein
Shoot'em-up, könnte man sagen, was aber auf halbwegs realistische Physikspielereien und Trägheit setzt. Ich meine, so Spiele, du denkst vielleicht an sowas wie Asteroids aus der ganz älteren Vergangenheit, die so mit Trägheit gespielt haben, dass du ein Raumschiff hattest, was du von Top-Down gesehen hast, mit dem Schub gearbeitet hast und dann musst du aber die Trägheit mit einberechnen, bei dem du dich umdrehst. Was ist, wenn du dieses aber noch viel empfindlicher machen würdest und mit Hindernissen drumherum und großen Leveln und weniger Übersicht als bei Asteroids? Das ist dann Solar Jetman, was rauskommt. Und ey, es ist ein enormst frustiges Spiel eben damals gewesen, wie ich es im Kaufhaus erlebt habe. Das ist der erste Planet hier, Preludon. Wir sind unterwegs mit unserem Eierraumschiff, unserer Rakete, und müssen auf die Physik und wohl die Schwerkraft und die anderen Sachen, die wir da angezeigt bekommen haben, aufpassen. Unser Kollege springt in die Rakete mit rein. Sein Tennisball und sein Roboter liegen da noch unten. Und da sind wir draußen. Und jetzt kann ich... Man sieht, die Trägheit arbeitet hier noch so, wie sie arbeitet. Wenn ich auf die B-Taste gedrückt halte, kann ich den Schub machen quasi und ich werde dann in eine andere Richtung gelenkt. So schwerkrafttechnisch, na gut, man muss relativ sehen. Ich falle auch runter. Es gibt Schwerkraft hier also. Ne? Ich werde angezogen vom Boden, aber es dauert seine Zeit. Ich gehe also jetzt hier nicht immer direkt in die gleiche Richtung, sondern die Schwerkraft greift irgendwann mal. Je nachdem, auf welchem Planet man ist, meine ich, dass sie unterschiedlich gewesen ist. Aber es ist auch schon echt lange her, dass ich mehr als den ersten Planeten erreicht habe. Und ich kann zusätzlich zu dem Schub ballern. Und natürlich muss ich hoffen, die gegnerischen Geschütze zu erwischen, ohne dass entweder die mich erwischen, weil die haben auch noch Schutz dran. Und dass ich nicht anfange, an die Bande zu ballern. Okay, das war in Ordnung. Man muss echt sehr vorsichtig damit umgehen. Eine Sache ist natürlich, ich glaube, dieses Spiel wäre besser geeignet für das, was es erreichen will. Wenn man analogen Schub hätte. Und hier, ich wurde einmal erwischt, mein Raumschiff ist explodiert, jetzt habe ich noch mal eine Chance, hier als nur Space Dude hier unterwegs zu sein, aber der Nachteil beim Space Dude hier ist, dass ich nicht in verschiedene Richtungen drehen und lenken kann. Ich habe also einen Schub, der mich nur noch nach oben ballert. So, das haben wir immerhin erwischt. Was war das hier? Muss ich jetzt hier runter? Nee, da war nichts wohl. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich glaube, es war nur Start. Hat das Select irgendwas gemacht? Nein. Und ich weiß auch nicht mal ganz, was so richtig das Ziel gewesen ist. Sollte ich hier Leute retten? Ich bin hier meist rumgeflogen und habe dann geguckt, was ich wegballern kann. Oh oh. Und schon jetzt hier an die Wand gedötzt, dass meine Energie runtergeht. Okay, also immerhin, da haben wir alles zerstört, was man zerstören konnte. Können wir auf die andere Seite mal gucken. Und ja, sich da durcharbeiten, versuchen nicht an die Wand zu dotzen. Kommen wir hier runter? Wobei, nee, das ist es schon. Vielleicht muss ich was mit diesem Haken da unten machen. Checken wir mal, was wir da anstellen können. Und es kann echt sehr schnell sehr anstrengend werden, wenn man wirklich nicht sehr filigrane arbeitet. Deshalb, ich kann mir vorstellen, dass du potenziell, wenn du tatsächlich so... Ah, hier ging's weiter, shit. Wenn du analogen Schub hättest, dass du da ein bisschen besser damit agieren und arbeiten kannst. So. Ah, nicht erwischt, nicht erwischt. Okay, und das hier. Komme ich hier drauf? Oh, nein. Vorsichtig. Oh, Diamanten. Ja, okay. Kann ich dich einsammeln? Nee, vielleicht brauche ich mein Raumschiff dann dazu, um den Diamanten einzusammeln. Aber wir gehen das mal weiter. Gucken, was wir anstellen können. Oh, oh. Okay. Jetzt kommt ein Ball. Vorsichtig. Okay, das hat wieder Punkte ergeben. Okay, oh, da darf ich wohl nicht rein. Oh, meine Energie ist fast weg. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht wieder zurückfliegen kann. Wobei, hier geht's weiter, um dann ein Ersatzschiff zu bekommen. Oh, oh. Und da hat's mich gefetzt. Und zum Glück hätte ich noch ein paar Schiffe. Jetzt werde ich wieder recovered. Und kann wieder mit dem Schiff arbeiten. Und mal sehen, ob wir den... Oh, hier kann ich mein Fuel nochmal. Okay. Ich habe jetzt Fuel mitgenommen, was mich übrigens auch noch mitzieht. Lass mich... Oh Gott. Lass mich bitte da zur Seite. Ich versuche das mal mitzunehmen.
Das Gewicht stört auch sehr meine Flugfähigkeit hier. Okay, okay. Oh no, 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 no! Vielleicht kann ich das Fuel auslösen und ich kann das benutzen, weil Fuel bräuchte ich ja jetzt. Nee. Guck mal, ob ich wieder zur Station oben hinkomme. Okay. Okay, you have collected enough fuel. Now find the ship part and blast off. Shit, geh wieder zurück. So. Das Ship Part war das Ding da unten, oder? Mal gucken, ob wir das noch kriegen. Würde ich sagen. Wir haben also genug Fuel, um hier wieder wegzukommen. Schauen wir mal, ob wir den Ship Part bekommen. Ah, vorsichtig. Okay, das ist doch der Ship Part hier. Okay, oh Gott. Komm, oh, der ist auch extra schwer. Oh, der ist schwer. Weil es wäre immer ein Erfolgserlebnis, dann auch den ersten Level hier geschafft zu haben, auch wenn es der Anfangslevel ist. Also ja, man kann wohl, um ein bisschen mein Fazit da nochmal zu ergänzen, man kann wohl, wenn man sich mit doch der kniffligen Steuerung und dem harten Schwierigkeitsgrad dann auseinandersetzt, the probes are now equipped with shields, press down to activate. Jetzt kann ich den Schild benutzen. Gehen wir nochmal raus. Genau, wenn ich jetzt Steuerkreuz nach unten mache, kann ich den Schild aktivieren für eine gewisse Zeit lang. Aber auch genug davon. Man kann wohl seine gewisse Art von Spielspaß rausholen, aber hier ist es wohl die niedrige Wertung dem geschuldet, dass man eben eine hohe Frust- und Toleranzgrenze dann haben muss für die enorm langen Level. Und eben gerade lief es halbwegs so, aber auch, weil ich schon ein bisschen geübt hatte zumindest, wenn man überhaupt nicht in dieser Denke drin ist, kann es sehr schnell, man zerschellt an der Wand, es geht wieder von vorne los und dann wird's relativ ungeil. 41% Spielspaß hat es bekommen. Wir gehen aufs nächste Bild einmal rauf. Und sind bei Road Fighter angekommen, von Konami hergestellt. Palcom war, meine ich, deren PAL Publishing Arm, um dann mehr Spiele für Nintendo-Konsolen oder für das NES zu releasen, als eigentlich für Konami erlaubt waren. Waren ja diese ganzen Tricksereien, die die Publisher gemacht haben, um mehr Spiele als erlaubt rausbringen zu können pro Jahr. Nintendo hatte ja ein Limit gehabt. Also nicht wundern, wenn ihr Palcom seht, ist das Konami. Winfried Forster hat dem Spiel eine 40% Wertung gegeben in der Videogames 292 und er schrieb im Fazitkasten, Konamis neuestes Actionspiel sieht nicht nur recht erbärmlich aus, es spielt sich auch wie ein Billigautomat aus den frühen Tagen der elektronischen Unterhaltung. Okay, das ist schon ziemlich harsch, vor allem für ein Konami-Game, muss man sagen, weil Konami ja für einen großen Teil zur wirklich für Qualität damals stand. Wir können aufs Ingame gerne auch gleich mal rauf. Müssen wir gucken, ob gleich eine Selbstablauf in dem kommt. Sie kommt. Ich lese euch den Fazitkasten einmal vor, wenn wir sehen, wie das Spiel sich spielt. Naja, hat es von Winnie Forster gegeben, 40%. Konamis neuestes Actionspiel sieht nicht nur recht erbärmlich aus, es spielt sich auch wie ein Billigautomat aus den frühen Tagen der elektronischen Unterhaltung. Wenn schon auf die technisch einfachste Bildschirmdarstellung, die bewusste von oben Perspektive, zurückgegriffen wird, dann dürfen es auch ein paar Spielelemente und Gags mehr sein. Doch weder Zweispielermodus noch gute Streckendesign, meist geht's geradeaus, weder intelligente Gegner noch knackige Renngeräusche schafften es in dieses Produkt. Für ein paar Stündchen ist's noch ganz spaßig, dann schalten auch absolute Fans ohne ästhetische Ansprüche angeödet aus. Okay. In der selbst ablaufenden Demo haben wir jetzt auch keine Sounds gehört, aber ein bisschen Sound ist drin. Ich gehe mal hier kurz in Level 1 rein. Essentiell habt ihr gesehen, wie das Spiel hier ist. Muss auch an sich nichts Schlechtes heißen. Wir haben ganz auf der linken Seite unseren Abstand von Anfang zu Ziel. Hab auch die falsche. Nee, doch, ich habe die richtige Taste gedrückt. Aber du kannst erst starten, wenn die anderen schon los sind. Ja, ich muss die Gastaste gedrückt halten, damit er fährt. Wenn ich loslasse, bremst das Auto wieder. Und ich muss hier nicht nur an den Autos vorbei, sondern diese bunten Dinger sind Benzin, was ich einsammeln muss. Gelbe Autos fahren einfach immer da, wo sie fahren. Die blauen Autos weichen mir aus. Rote Autos, meine ich, waren es, gehen zu mir hin. Deshalb muss man immer gucken, dass man da nicht an die Bande gedrängt wird. Ich finde solche Games nicht unlustig, muss ich sagen. Sowas habe ich auch ganz gerne auf dem C64 gespielt. So rote Autos. Okay, so vorsichtig. Nochmal hier. Sowas finde ich durchaus nicht unlustig, weil es auch so ein schönes Reaktionsspiel sein kann. Das hier ist auch noch relativ verzeihlich, gerade von der Geschwindigkeit aus her, aber es kann sehr schnell sehr knifflig werden. Wenn ich nicht genug Benzin
dazu holen. Wieso fliegt Super Konami Man da gerade entlang? Egal. Wie auch immer. Lass ihn das mal machen. So, der will mich nur reinlegen hier, ne? Ah, und dann... Ich sagte, er will mich reinlegen. Ich nehm's trotzdem. Aber, Oh shit, oh shit. Oh nein, 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 nein. Und es hat... Sag nicht, dass es nicht gereicht hat. Es hat nicht gereicht! Es hat nicht gereicht, weil ich einmal angedotzt bin und dann bin ich getraut habe. Gucken wir Level 2 uns mal an, was hier passiert. Vielleicht haben wir auch nur Super Konami-Man abgelenkt. Ich bin diesen Games nicht abgeneigt, aber man muss auch die Einschätzung von Winnie dann auch verstehen. Warum du hier so spät erst... Ich drücke die ganze Zeit Gas. Erst jetzt kann ich starten, wenn die anderen schon alle weg sind. Oh, jetzt wird's kniffliger oder weiter. Also, ich kann Winnies Einschätzung verstehen, der ist einfach in mich dann wieder reingedotzt. Weil wenn du da gutes Geld ausgegeben hast und dann für die damaligen Verhältnisse eben so ein recht antiquiertes Spielprinzip dann genommen hast, weil wann ist das rausgekommen? Anfang der 90er, glaube ich, hatten wir jetzt hier das Datum der... Du kannst leider nicht wirklich abfangen, wenn du mal getroffen wurdest. Aber dein Benzin geht dann immer weiter zu Ende. Oh, oh. Na okay, die Öllache haben wir nochmal überwunden, aber ich habe leider das Benzin nicht erwischt, deshalb... So, vorsichtig. Die roten Autos sind schneller. Nehmen wir das Benzin mal mit. Muss eben sehen, ob du jetzt wirklich so ein uraltes Spielprinzip haben möchtest. Und Konami hat einfach wirklich... Wie? Wieso? Okay. Benzin, 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 Benzin! Gib mir Benzin! Unangenehm. Genug von Road Fighter. 40% hat es sich leider verdient. Welche Videogames war das? 1992 ist rausgekommen. Also dieses Spielprinzip ist 10 Jahre out of date, muss man ja sagen. Da versteht man auch die niedrige Wertung. Wir gehen auf das nächste Bild mal rauf. Und da blutet es mir ein klein bisschen im Herzen, denn die Super Nintendo-Fassung ist ein persönlicher Favorit von mir, aber wir sprechen jetzt hier natürlich nicht über Super Nintendo, sondern über, mal wieder Konami ausgerechnet, Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters, das Fighting Game mit den Turtles, was bekannterweise, also für die Leute, die sich damit auskennen, ja, hat so Street Fighter mit Turtles quasi als Konzept sich dann aufgedrängt. Aber jede Variante, sowohl für Mega Drive als auch für Super Nintendo und für das NES, war ein eigenes Spiel. Also die haben eigene Auswahl an Kämpfern gehabt, hat sich eigens gespielt. Die Super Nintendo-Fassung habe ich sehr gerne gespielt. Allerdings, Robert Zengele hatte in der Videogames 1293 eine 39%-Wertung abgegeben und dazu geschrieben, das Einzige, was dieser Murks mit Capcoms Hit-Modul gemeinsam hat, sind die Regeln. Tja, Capcoms Hit-Modul ist natürlich Street Fighter 2. Das sollte man, glaube ich, nicht umhin. Lass uns gerne mal aufs Ingame gehen, solange das Intro jetzt hier auch schon läuft. Und ja, klassische Fighting Games, so viele gab es nicht auf dem NES. Ja, Street Fighter und Street Fighter 2, so einen offiziellen Port hat es nicht gegeben. Du hast vielleicht mehr Beat'em-Ups gehabt, also richtig mit herumlaufen und durch Level gehen, hoch und runter oder so auf dem NES. Da gab es einige ziemlich coole, vor allem auch die Turtles Beat'em-Ups, die waren ganz cool gewesen, aber Fighting Games eher seltener und irgendwie, leider bei Tournament Fighters, hat es so nicht viel mehr gereicht. Rein visuell und soundtechnisch von der musikalischen Seite aus her, die Effekte, wie die Turtles hier abgebildet werden. Konami hat's ja drauf, kann man sich jetzt hier nicht so sehr beschweren. Der Spielspaß aber hier. Ich lese mal parallel, während wir hier kurz die Intros sehen. Sogar Casey Jones haben wir hier mit dabei, was Robert Zengele dann geschrieben hat im Fazitkasten. Das Einzige, was dieser Murks mit Capcoms Hit-Modul gemeinsam hat, sind die Regeln. Die Sprites flackern und ruckeln, das Taktik unmöglich und den geneigten Spieler nicht mal eine Pizza aufmuntern wird. Überhaupt passen Prügelspiele und NES eigentlich zusammen wie Sega und Nintendo, aber aus Marketinggründen musste wohl eine Umsetzung her. Ach ja, apropos Turtles, es reicht jetzt, Konami. Lasst euch mal was Neues einfallen, statt dem armen Spieler mit der x-ten und immer mieseren Fortsetzung des Krötenhaufens auf sämtlichen Systemen zu malträtieren. Ach du meine Kajüte. Oh, schönes Bild von April hier. Ach du meine Kajüte, also Robert Zengel, ich glaube Rob Zeng war so nicht der abgekürzte Name. Irgendwas klingelt da bei mir. Macht das dann entsprechend. Wobei, ich sehe gerade hier,
hier als Abkürzung. Hier steht zwar als Test Robert Zengele drin, aber hier habe ich ein RK als abgekürzt. Also könnte das auch Ralf Karels eventuell sein. Muss ich nochmal gegenchecken, ob der das vielleicht gesagt hat. Nicht, dass wir dann Robert Zengele dann Sätze an dich, die sie machen. Wie auch immer es da aber getestet hat, hat auf jeden Fall keine Nerven für die Turtles übrig gehabt irgendwann mal. Und das verstehe ich persönlich nicht. Aber ich war ja auch ein Kind in den 90ern. Und ein Jugendlicher, 93, muss man dann natürlich schon sagen. Und hatte eine wesentlich größere Affinität zu den Turtles als vielleicht erwachsene Videospielredakteure zu der Zeit. Ich gehe mal kurz auf Start. Also ihr habt ein bisschen in der selbstlaufenden Demo auch schon gesehen. Wir können die vier Turtles hier jeweils auswählen als Kämpfer. Ich nehme mal Mikey. Und wir werden gleich ins Duell gegen Leonardo hier reingepackt. Street Fighter-Style, One-on-One-Fights hier. Auf dem NES relativ kleine Figuren nur möglich. Immerhin. Du hast vor allem nur zwei Tasten, die du machen kannst, die du benutzen kannst für ein Fighting-Game. Ziemlich ungeil mit dem Standard-Pad. Und es gab also jetzt nicht so das spezielle Fighting-Pad, was du benutzt hast. Damit es nicht so leer aussieht, weil sie kein komplettes Vollbild machen konnten von der Technik, unten das Logo auch nochmal der Turtles hingepackt. Die Sprites flackern schon, man sieht es, wenn sie nah beieinander sind. Auch wenn sie relativ klein sind, die Figuren, mit denen man kämpft. Je mehr Details auf einer gleichen Linie sind, umso mehr hat das NES dazu geneigt, auch manchmal ein bisschen da fängt es an, richtig zu flackern. Einfach so Teile der Grafik nicht darzustellen, damit das System dann auch wieder mitkommt. Oh, Splinter gibt mir Geschenke. Und hier allgemein, ja, ich weiß es nicht, ne? Also, du hast nur die zwei Tasten, einmal Schlag, einmal Tritt. Du kannst versuchen, mit den Special Moves hier zu Rande zu kommen, also, ich kann mich nicht mehr zu 1000. Er hat mich mit einem Hadouken. Der hat fast meine ganze Energie weggepackt. Das ist unfair. Das ist ziemlich unfair. Ich weiß nicht mehr, wie die Movesets genau waren. Und wie gesagt, ich war auch mehr drin in der Super Nintendo-Fassung, die sich echt eher wie ein Fatal Fury oder so gespielt hat, sagen wir mal. Fatal Fury Street Fighter so in der Richtung. Hab mich so ein bisschen an SNK-Prügler erinnert zur damaligen Zeit. Und hier kann man natürlich probieren. Ich habe das Gefühl, meine Moves kommen nicht so geil raus. Kannst natürlich deine Viertelkreis- und Halbkreis-Sachen probieren oder schauen, ob der ein Charger ist. Aber da ich mit NES und Fighting Games nicht wirklich viel gemein hatte, also das motiviert mich jetzt auch nicht wirklich, dann andere Sachen weiter auszuprobieren. Es dauert auch relativ langwierig. Immerhin, du hast so Zeilen-Scrolling. Ihr seht, wenn ich mich von links nach rechts bewege oder von rechts nach links, wie der Boden auch perspektivisch versucht, ein bisschen korrekt hier so mitzugehen mit den Linien. Was nett ist, das hatte ich auch schon bei Street Fighter 2 bemerkt, dass die diesen Effekt drin haben. Und das macht es alles noch mal ein kleines bisschen plastischer, um vielleicht über die Detailarmut, die auf dem NES nicht besser möglich war, hinwegzutäuschen. Ich wurde einfach weggezimmert. Schwierigkeitsgrad ist auch sehr anspruchsvoll hier, muss ich sagen. So richtig Fun macht mir das nicht. Vielleicht beim Tester jetzt hier, ob es jetzt der Robert Zengele oder der Ralf Karels am Ende war, ist auf jeden Fall nicht gut angekommen. Und der hatte wohl auch ein bisschen eine Aversion gegen die Turtles mittlerweile, weil da so viel von Konami gekommen ist. Du musst aber sagen, mit Ausnahme des ersten Turtles-Games auf dem NES, was ja berühmt-berüchtigt eher war, zwar viel verkauft worden, aber vom Spiel her war es okay, nicht mega geil. Turtles 2 insbesondere, was ja die Arcade-Beat'em-up-Umsetzung war, war toll. Turtles 3 war auch in Ordnung, nur das Tournament Fighters hier nicht. Und die ganzen anderen, Turtles in Time auf dem Super Nintendo, Hyperstone Heist auf dem Mega Drive. Obwohl, lass mal gucken, wie sieht das jetzt hier Casey Jones gegen Leo aus. Solange ich nicht selber spielen muss, ist ja alles okay. Ist der gleiche Level leider wieder, das ist Leos Level hier wohl. Keine Ahnung, ob du jetzt hier im Arcade-Modus jemand anderen als die Turtles nehmen kannst und sonst nur im Versus-Modus du auch die anderen nehmen kannst. Wäre ein bisschen schade, aber vielleicht ist das so wirklich sehr, sehr kurze Ausschnitte nur. Vielleicht ist das wirklich dann so gelegt, dass man hauptsächlich die Story nur mit den Turtles machen kann. Aber gut, genug davon. Wenn ihr selber Turtles-Games ausprobieren wollt, ich meine auch gerade diese NES-Version in den anderen Fassungen ist auf der Kawabunga Collection drauf, die vor einiger Zeit rausgekommen ist. Und die ist sehr, sehr gut, weil die hat ja auch wirklich allumfänglich von verschiedensten Plattformen die Varianten drauf, die eigenständigen Spiele, sogar die Gameboy-Games. Und die kann ich echt empfehlen, die ist echt gut geworden mit viel, viel Bonus-Kram. Das Spiel hier hat aber nur 39% gekriegt. Oh boy! Also, vielleicht ist das das zeitaktuellste Spiel, was wir momentan hier haben können. Denn wenn die Folge ausgestrahlt wird, vielleicht ist es gerade direkt im Kino angelaufen. Wir gucken auf das nächste Bild drauf. Das nächste Spiel, um das sich alles drehen wird, ist Barbie!
Barbie kommt natürlich nicht nur ins Spielzimmer, sondern mittlerweile auch ins Kino. Der Kinofilm soll jetzt um die Tage anlaufen, wo wir das produzieren. Vielleicht ist das eine bessere Alternative. Ich habe den Film noch nicht gesehen, kann ich also nicht sagen, was der konkret taugt. Aber der sollte in vielen Fällen besser sein als die 35%, die das Barbie-NES-Videogame bekommen hat von Redakteur Michael Paul. Da geht der Kultpuppe der Spielwitz aus. Ausrufezeichen war das Zitat in der Videogames 493 getestet und von Hightech Expressions gemacht. Okay, also Barbie-Videogames. Ich meine, die haben natürlich dann eine gewisse Klientel, die sie ansprechen. Dann Kids, die mit Barbies gespielt haben, sollen natürlich dann das Gefühl haben, hey, jetzt kann ich die Puppe, mit der ich sonst hier so, ich bewege die Hand hier und hier, so, das mache ich, das kann ich jetzt im Videospiel machen. Und was für ein Spiel machst du draus? Wir gehen da mal rein. Kannst natürlich dann viele Gedanken dir haben. Ich weiß, dass es gab's ja auch Barbie-Spiele so auf PCs und Computern mit von wegen Barbie macht ihre Abenteuer oder Dress-Up oder wie auch immer. Barbie verbringt im NES-Spiel hier einen wunderbaren Tag, aber sie ist echt müde vom vielen Shoppen und einfach nur fabulous sein, dass sie von Träumen geplagt wird. Und in, was macht sie in den Träumen? Shoppen. Sowas. Also, ich gehe mal rein. Es war einmal ein Traum. Und Barbie liegt im sie liegt quasi schon im Bett und liest ein gutes Buch. Mann, das ist ein tolles Buch. Ich liebe es, über Meerjungfrauen zu lesen. Aber, ah, oh, gehen. Das macht mich ja super müde. Ich werde jetzt richtig müde. Das heißt also, ich muss mich jetzt hinlegen. Ich leg mich schlafen, gutes Buch gelesen. TikTok war noch nicht erfunden. Morgen ist ein sehr emsiger Tag für mich. Ich habe Lunch beim Soda-Shop, wo es Bitzelgetränke gibt. Und dann gehe ich am Nachmittag zum Strand zum Schwimmen. Und ich treffe Ken bei der Party morgen. Aber auch gehen. Zuerst muss ich zum Mall und dieses neue Outfit mir dann aussuchen. So viel zu tun, so viel zu tun. Tja, Barbie, tell it like it is. So much to do. Ich hatte jetzt gedacht im ersten Moment, sie liest ein Buch über Meerjungfrauen, also vielleicht nehmen die das als Anlass, dass Barbie dann in der Ariel die Meerjungfrau-Parodie oder sowas drin ist und dann verändern sich die Levels, was ja ein cooler Ansatz wäre, aber nein, sie träumt davon, wie sie shoppt. Also ich persönlich war ein bisschen verwirrt bei diesem Spiel, als ich das erste Mal gespielt habe und ich musste dann in die Anleitung schauen, weil es ist nicht so selbsterklärend. Du denkst, das ist so ein Jump'n'Run, klassisch, mit Sachen einsammeln und aufpassen, dass du nicht von den Tennisbällen getroffen wirst. Übrigens die Kollisionsabfrage und die Sprungverhalten, mega ungeil hier. Allerdings, du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du nicht mehr weiterkommst. Wir sehen diese Tiere, die hier verteilt sind. Und wenn ich auf Select drücke, seht ihr unten links, werden ich schmeiß mal hier kurz. Mit der einen Taste kann ich nämlich Diamanten werfen. Warum auch immer. Barbie hat wohl viele Klunker auf Tasche, die sie hier werfen kann, die je nachdem, wie lange ich gedrückt halte, sich verändern. Und welchen Effekt diese Klunker haben, kann ich verändern, indem ich auf Select drücke. Und damit kann ich mit Tieren interagieren. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht ganz, was der Effekt von dem ganz linken ist, aber ich werfe das mal auf den Hund hier drauf. Da passiert nichts. Aber wenn ich den Diamanten auf den Hund drauf werfe, geht er los und nimmt den Ball mit, so dass diese Gefahr für mich entschärft wurde. Und ja, das Zusammenspiel mit der richtigen Diamantenauswahl und Kombination des Tieres macht es mir dann möglich, das Traversal besser zu haben. Wie zum Beispiel dieser Tukan hier. Wenn ich den anwerfe, fängt er nämlich an, nach hoch und runter zu gehen. Ich muss mal gucken, ob ich das Parfeng erwische. Ne, dann gehen wir mal zurück. Ah, ich werde hier erwischt. Ey, warum ich durch diese Plattform falle? Ich verstehe es nicht. Warum falle ich durch diese Plattform? Es ergibt keinerlei Sinn. Oh, ich habe keine Energie mehr. Oh. Und Barbie wurde von Federbällen gekillt. Dann wacht sie auf, aber ich glaube, ich sollte wieder zurück zum Schlafen gehen. Das sind die Continues hier gerade. Vielleicht muss ich das Parfum auch nicht erwischen. Egal. Also, hier wäre die eigentliche Lösung gewesen, diesen Diamanten auszuwählen und dann gedrückt halten, dass ich das Hündchen treffe, dass es den Ball nimmt und ich so keinerlei Schaden nehme. So sollte man diese Rätsel lösen, die hier drin sind. Aber die Kollisionsabfrage ist einfach grauenhaft. Oh nein. Okay, einfach. Oh, nee, es will nicht. Okay, egal. Dann muss das Parfum verzichten. Ich habe das schon mal geholt bei meinem Testspiel, aber jetzt anscheinend nicht. Hier kann ich so rüber.
dann kann ich hier in dieses Super Mario-Ding mäßig springen, an das Barbie-Logo, und da kommt ein kleines B raus, womit Barbie jetzt unverwundbar ist und nicht mehr von den Tennisschlägern getroffen wird. Also die Sprunganlage und die Kollisionsabfrage ist wirklich hundsmiserabel. Du machst, glaube ich, innerhalb dieses Spiels auch andere Sachen, aber ich habe das gestern echt wirklich eine Zeit lang gespielt in der Vorbereitung. Und es sind einfach wirklich lang und breit verteilte Jump'n'Run-Level, die hier sind. Ach komm. Warum man diese, also was Barbie mit werfenden Diamanten hier zu tun hat, weiß ich auch nicht so ganz. Aber anscheinend ist das so die Grundlage des Gameplays. Und ich kann echt wirklich sehr viel erwischen. Also Barbie ist immerhin groß und halbwegs animiert. Aber dadurch, weil sie auch so wirklich beknackt springt und nicht durch, einfach durch Kanten durchfallen kann. Moment, kann ich hier die Katze anwerfen? Kann ich, meine ich. Dann gehen wir mal hier. Und die schiebt dann das B runter, dass sie es aufnehmen kann. Also dadurch wird es echt super knifflig, vor allem wenn du dann auch deine Energie verlierst. Meine Energie sind die Zs, die Schnarchbuchstaben. Und ich muss dann ja mal weiterkommen und gucken. Oh, und jetzt machen wir mal einen Bosskampf, denn dieser Bosskampf funktioniert so. Also, Beachbälle fallen raus. Und was ich machen muss, ist die Katze dazu bringen, immer wieder runter, Runden zu drehen und die Beachball-Klappe zuzumachen und dabei immer ausweichen. Immerhin ist dieser Bosskampf nicht so schwer. Und die klappt immer wieder auf, aber irgendwann klappt sie nicht mehr auf, meine ich. Und jetzt ist sie zu uns. Danke, liebe Katze, wir haben es erledigt und den Part des Traums geschafft. Und wie geht's weiter? Wir sind noch mehr in der Mall. Und ich werde von fliegenden Hüten hier angegangen. Malibu Stacy hat einen neuen Hut und Schuhen, die dann unterwegs sind. Echt, so eine Meerjungfrau-Parodie wäre doch viel, viel besser gewesen. Egal. Komm, Kätzelein, schieb das B für mich runter. Es soll wohl auch andere Gameplay-Part-Spieler geben, aber alles, was ich gestern spielen konnte, war einfach Sidescrolling mit immer permanent schwerer werdenden Aufgaben. So, der Hund, was macht er hier? Klaut die Socken oder sind... Nee, das sind fliegende Handschuhe, meine ich. Okay, wir schmeißen... Kann ich das Hemd wegwerfen? Nee, das Hemd, das Negligé will mich würgen. Oh nein, eins hat mich erwischt. Und sind wir am Ende des Levels? Nein! Und der Anzugshomunculus ist hier. Oh oh. Okay. Ein Homunculus, der durch die Lüfte fliegt und aus Kleidungsstücken besteht, den ich hoffentlich weghauen kann. Und wir haben das auch geschafft. Und was bedeutet das? Kriegen wir eine Katze hin? Congratulations! Du hast den Level geschafft. Du hast 5 Barbie-Icons collected. Und jetzt hat Barbie ihren Anzug an und kann durch den nächsten Level durch. Und das machen wir aber nicht mehr. 35% für Barbie. Leute, ich muss kurz durchschnaufen. Wir gehen in eine kleine Pause. Und wenn wir zurück sind, noch mehr Endless Trash. Bis gleich. Moin. Morgen. Sag mal, ich dachte, du hast aufgehört zu rauchen. Ja, ich rauche jetzt Bohnen. Spinnst du? Du rauchst Bohnen? Das macht man nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Da sind wir wieder zurück. Einfach nur Müll. Heute ausnahmsweise mal im Retro-Club. Endless Trash, die mitunter am schlechtesten bewerteten Spiele in den deutschen Zeitschriften der Nintendo Entertainment System Plattform. Wir hatten einiges gehabt, wobei von den Prozentwerten, wir sind jetzt so im 40er bis 30% Bereich gewesen. Das heißt, wir sind noch mal sanft reingekommen. Jetzt wird's ein bisschen härter, weil es geht immer tiefer und tiefer und tiefer. Wir gucken auf das nächste Bild und wir sind bei einer Filmumsetzung angekommen, nämlich Hook, der Captain Hook-Film von Steven Spielberg. Sony Image Soft damals entwickelt oder besser gesagt gepublished. Ich weiß nicht genau, wer exakt der Entwickler direkt gewesen ist. Vielleicht werden wir es gleich sehen. Könnte Ocean gewesen sein, schätze ich mal, die ja gern sowas gemacht haben. 32% gab es in der Videogames 892 von Stefan Engelhardt, der gesagt hat, unter anderem, jeder, der für sein Geld ein ordentliches Geschicklichkeitsspiel haben will, sollte die Finger von dieser Filmumsetzung lassen. Gehen wir aufs Ingame rauf. Da sehen wir immerhin einen, ja, doch nicht schlecht gezeichneten Captain Hook. Und Tinkerbell flötet da drumherum. Ich kann hier verschiedene Sachen auswählen.
Ich lese mal, bevor es losgeht, ich weiß jetzt nicht, ob es eine selbst ablaufende Demo kommt, aber genießt sonst den Captain Hook Screen. Ich lese einmal den Fazitkasten hier vor. Wie gesagt, Stefan Engelhardt in der Videogames geschrieben, er meint, naja, für seine 32%, die er gegeben hat. In den letzten Jahren machte sich Ocean hauptsächlich mit den Umsetzungen von Kinoknallern einen Namen und gehörig Kasse. Also was doch Ocean, die das hier gemacht haben. Beim prominenten Hook wurde jedoch so ziemlich alles, was ein Modul spielenswert macht, in den Sand gesetzt. Neben der schwachen Grafik verhindert auch die fade Steuerung das Aufkommen von Abenteueratmosphäre und Piratenspannung. Peter springt wie eine Schlaftablette. Andere Animationen des Helden-Sprites, zum Beispiel beim Schwimmen oder beim Schwertkampf gegen Rufio, sind lächerlich stümperhaft. Wer nicht schnell genug zum Lautstärkeregler greift, bekommt es außerdem mit der einfallslosen Musik und den billigen Soundeffekten zu tun. Die paar Ideen, Trampolin, Elefantenfüße, Basketball-Bonus und Feenmagie, trösten nicht über den zäh einschläfernden Spielverlauf hinweg. Eigentlich ist Hook ein Spiel für Anfänger. Da dem Spiel aber nur 3 Continues gegönnt sind, müsst ihr euch immer und immer wieder durch die langweilige Umwelt kämpfen. Jeder, der für sein Geld ein ordentliches Geschicklichkeitsspiel haben will, sollte die Finger von dieser Filmumsetzung lassen. Gerade noch gesagt, dass das Captain Hook-Bild gut ausschaut. Und jetzt haben wir hier... Ist das Tinkerbell oder ist das Stinkerbell? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wir wurden entführt von Captain Hook. Und, die Kinder wurden entführt von Captain Hook. Und wir müssen sie retten, denn wir sind Peter Pan. Also, ich habe eine Map, die ich benutze, um Level auszuwählen, die ich hier mit diesem Kompass mache. Ich kann zum Beispiel in den Pirate Forest im Westen gehen. Das machen wir mal. Und da ist er wieder. Also, wir müssen zum Never Tree. Aber da waren überall Piraten. Und die Tiere sind auch nicht freundlich. Okay, da bin ich. Oh Gott, es geht schon los. Nee, ich kann nicht ducken und slashen. So, ich habe einen Gegner immerhin erwischt. Ich weiß, meine halbe Energie ist auch schon weg. Ja, ich bin dieses weiß-grüne Männchen. Es hat wohl nicht gereicht für eine Hautfarbe für Peter Pan. Ich kann hier springen. Und ich habe meine Stechmücke hier. Meine Stechfähigkeit. Ist das was Gutes? Ist die gut? Tinkerbell? Ich weiß nicht. Wenn ich das Steuerkreuz nach unten drücke. Wobei, nee. Nee, ich muss das Steuerkreuz nicht mal nach unten drücken. Ich habe so Sammelkram, den ich mitnehmen kann, der die ganze Zeit durchrotiert mit dem Menü da. Und ich muss hier irgendwie an den Piraten vorbei. Die Sprungsteuerung geht noch halbwegs irgendwie, aber die Kampfsteuerung ist mega grauenhaft. Ich nehme mal den Fingerhut jetzt hier mit. So, da hatten wir auch ein paar davon eingesammelt. Und alleine das Bekämpfen mit der kurzen Reichweite des Schwerts. Sobald ich getroffen werde von einem der Gegner, verliere ich eben nicht nur Energie. Und die schießen auch nochmal mit Kanonen und alles. Ich kann die echt nicht vernünftig abballern. Hier muss ich aufpassen, weil die Schlangen kommen von oben und würden mich wahrscheinlich beißen. Also wenn es rein auf das Springen beschränkt wäre, würde es wahrscheinlich noch gehen. Aber das hier läuft nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den berühren darf oder nicht. Ich kann in der Luft nicht slashen und ich kann beim Ducken nicht slashen. Also ich kann nicht den machen. Ich muss wahrscheinlich aufpassen, warum dieser... Was ist es überhaupt? Ist das so ein Guru, der in Niemandsland herumspringt. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist es ja so in den Büchern gewesen. Oder beim Film, es ist ja eine Filmumsetzung, aber es ist schon Ewigkeiten her, dass ich vertraut bin mit der Story. Also keine Ahnung, ob das ein Element ist, was da vorkommt, aber für mich wirkt es irgendwie weird. Vielleicht muss es das ja auch. So, wir bewegen uns weiter. Oh, jetzt hat er uns angeballt. Oh nein, jetzt sind wir ins Wasser gefallen. Moment. Wo muss ich überhaupt hin hier? Und ich muss zum Ende des Levels hin. Ja... Kann man machen wohl, aber auch hier, wir sind auf dem NES drauf. Das System, was einfach mitunter die besten Jump'n'Runs hat. Sind Affen, die Bananen werfen? Mitunter das System, oh, ich bin ausgerutscht da. Das System, was mitunter die besten Jump'n'Runs überhaupt hatte und die ganze Mario-Serie und so weiter. Und dann sowas Maues hier anzubieten. Nee, da hat es nicht gereicht, ich hatte nicht genug Energie. Gehen wir mal in die Geistermine rein. I don't know. Wir haben schon mal von Ocean ja hier Filmumsetzung gezeigt und ey, ich habe nichts gegen die Musik im ersten Moment, muss ich sagen, weil das hat diesen schönen Computer-Touch. Nee, die Geister kann ich nicht mal anslashen, wenn ich hier unten bin. Im ersten Moment habe ich auch nicht so direkt gegen die Musik, weil die haben eigentlich immer so schöne, wenn die vom Computer gekommen sind, eigentlich nette Kompositionen gehabt, aber es hängt so ein bisschen vom Soundchip ab und was du daraus machst und ob du dann auch wie oft sich das wiederholt, dass dir das potenziell auf die Nerven kann. Ich glaube, da ging es auch im Test darum, dass es einfach sehr schnell dann nochmal sich wiederholt. Wir hatten ja auch die
Option, im Hauptmenü die Musik abzuschalten. Also waren die Entwickler sich auch dessen bewusst. Nee, das ist ein Typ, der pupst. Oder? Was macht der da? Okay, dann nicht. Gehe ich dann hier runter. Und check mal, was wir hier machen können. Ja, man hat einfach viel zu viele wesentlich bessere Alternativen. Hilft mich das? Ups. Aber das Küchli können wir holen. Sind wir hier durch? Nein. Was passiert denn da, wenn ich an der Seite stehe? Lehnt er sich an die Seite an und greift sich an den Fuß? Was ist denn das? I don't get it. Das Peter Pan Sprite erinnert mich ein bisschen breiteres von Zelda 2 auf dem NES. Was aber wesentlich schlechter ausschaut. Okay, an dem können wir wohl nur direkt vorbei. Und ja, hey, I don't need it, muss ich sagen. Es gibt wesentlich bessere Hook-Games, denn Sony Image Soft hat auch viele verschiedene Firmen gehabt, die dann für verschiedene Plattformen Sachen hergestellt haben. Das NES Captain Hook haben wir schon mal gezeigt. Ich hatte eine Folge, im vorletzten Jahr meine ich, wo ich das gerade aufnehme, wo... Machen wir diesen Jogger weg hier, oder so, was das ist. Nee. Ich komme hier auch nicht mal durch. Jetzt komme ich durch, aber jetzt bin ich halb weg. Ich hatte eine Folge, wo ich mal Sony-Spiele auf Nintendo-Plattformen gezeigt habe, weil Sony waren ja irgendwann wirklich, bevor sie eigene Konsolen hatten, bevor sie mit Nintendo zusammengearbeitet haben für das Potenzielle, komme ich auch nicht mehr weiter. Das reicht also. Ich habe auch wirklich wenig Lust, mir das weiter noch anzutun. Wo Sony noch mit Nintendo zusammengearbeitet hat für das CD-ROM-Laufwerk, die haben ja auch viel gepublished und produziert für andere Plattformen, bevor sie ihre eigenen Konsolen dann hatten. Und ja, auf dem Super Nintendo war Hook also eigentlich kein so schlechtes Spiel. Es sah vor allem grafisch sehr gut aus. Es müssen die gleichen Leute gewesen sein, die Skyblazer gemacht haben. Aber nicht Ocean, die das jetzt hier verbrochen haben. 32% Spielspaß. Okay, gehen wir aufs nächste Bild. Und wir sind bei 29% Spielspaß angekommen. Wir sind bei einer weiteren Filmumsetzung. Days of Thunder, Mindscape hat produziert. Days of Thunder, der NASCAR-Film mit Tom Cruise damals. Tage des Donners auf Deutsch, logischerweise. Michael Hengst hat das Spiel getestet damals. Ich glaube, sogar in der Powerplay als auch der Videogames. Wir zitieren hier einmal aus dem Powerplay-Test von der 591. Er hat dem Spiel beides Male 29% gegeben. Auf Dauer bieten die Tage des Donners dank der öden, farbarmen und langweiligen Strecken zu wenig Abwechslung. Also, ich werde gleich mal den Fazitkasten vorlesen aus dem Powerplay-Test, aus dem wir hier gerade auch das Zitat dann haben. Kinoflop und Reifenschaden, wir können aufs Ingame gerne rauf. Dann einmal gehen. Der Film war ja durchaus erfolgreich, damals ja auch zu einer der Hochzeiten von Tom Cruise als Filmstar. Und ja, Michael Hengst hat 29% gegeben, schrub in seinem Fazitkasten. Einige von euch werden sich sicherlich noch an den guten alten Klassiker Pitstop erinnern. Damit ist das Spiel Pitstop auf dem Commodore 64 gemeint, was ziemlich gut ist, muss ich sagen. Days of Thunder ist nichts anderes als ein müder Aufguss des Oldies. Zwar ist die 3D-Grafik der einzelnen Strecken recht flott, aber auf Dauer bieten die Tage des Donners dank der öden Farbarmen und langweiligen Strecken zu wenig Abwechslung. Es sind eben Rundkurse, Ovale, besser gesagt, ne? Ovalkurse. Und da hast du nicht viel mit Streckenabwechslung. Für Frust sorgen außerdem die beinharten und unfairen Computerfahrer. Denn es ist trotz fahrerischer Glanzleistungen während des Rennens kaum noch möglich, die in der Qualifizierungsrunde erreichte Startplatzierung noch zu verbessern. Den Eindruck hatte ich tatsächlich auch. Ich starte mal jetzt kurz hier. Und da sehen wir nicht Tom Cruise, wie er ankommt mit seiner Frise und zum Qualifying geht. Interessant, es gibt ja so viele Spiele, die mit Tom Cruise-Filmen entstanden sind, aber ich glaube, der hat irgendwie vertragliche Regelungen, dass sein Gesicht nicht direkt wohl in Videospielen auftauchen darf. Also wenn ihr ein Tom Cruise-Spiel kennt, wo man sein Gesicht auch sehen kann, sagt Bescheid. Ich weiß zumindest jetzt keines aus dem Stegreif. Und deshalb haben wir immer verfremdete Tom Cruise-like Figuren. Ja, was Michael geschrieben hat hier, ich würde der Grafik beipflichten. Die haben eigentlich einen netten 3D-Effekt draus konstruiert. Also es ist natürlich nicht richtige 3D-Grafik, die wir hier sehen, aber wie die Sprites sich bewegen, vor allem die flüssige Drehung oder sowas, das ist schon ganz cool. Ne? Und du hast ja dann auch Ovalkurse dann hier. Das heißt also, du musst nicht viel mehr an den Kursen machen, als alles fest einzubrennen und wahrscheinlich jede Perspektive da reinprogrammiert zu haben. Deshalb kannst du da auch ein bisschen mehr Qualität reintun. Es bleibt aber auch nur dabei. Ich bin jetzt hier dabei, gerade die Qualifikationsrunden zu machen, weil bevor man ins Rennen kann, muss man erst 5 oder 6 Qualifikationsrunden machen. Das Ding ist, wenn ich volle Pulle Gas gebe,
werde ich in der Kurve rausgetrieben. Das heißt, ich müsste innerhalb der Kurve ein bisschen bremsen. Immerhin, es gibt ein bisschen ein Schadensmodell oder zumindest Reifenverschleiß, was ein kleines bisschen an Taktik reinbringt. Denn ihr seht jetzt hier meine äußeren Reifen, ihr seht es unten rechts in der Übersicht, sind schon mehr angegriffen als die innen. Wahrscheinlich auch, weil ich ein paar Mal in die Bande gekegelt bin. Und ja, es ist meist auch volle Pulle Vollgas hier halten. Und dann erst, wenn man in der Nähe der Bande ist, vielleicht ein bisschen abbremsen. Aber es wird echt schwer, wenn man in der Kurve ist, das zu machen. Und ja, ich hatte es gespielt, mal eine komplette Runde jetzt hier, inklusive des normalen Rennens und der Qualifikation. Das Problem ist wirklich, wenn du deinen Qualifikationsplatz bekommen hast, wird es schwer, darüber hinaus zu wachsen innerhalb des Rennens. Du kannst wohl auch in die Pits reingehen. So, und das war's, ne? Das sind meine Qualifikationsrunden. Wir haben den 8. Platz nur geschafft. Okay, da war ich bei meiner letzten Quali besser. Da war ich, glaube ich, 3. Mit unserer Zeit. Deshalb starten wir jetzt einmal das Rennen. Und jetzt sehen wir auch die anderen Autos. Und, oh, es ist schon los. Flying Start. Und ja, ich muss hier nicht nur an den Autos vorbei, sondern ich kann entsprechend auch dann noch weiter darauf aufpassen, was sieht mit, wie sieht es mit dem Schaden an dem Auto aus. Das Benzin ist auch noch wichtig. Man soll das gut wohl nachtanken und reparieren lassen können, indem man in die Box geht. Ab und zu mal, wenn wir hier über Start und Zielgerade gehen, seht ihr Pits. Da kann ich also in die Boxengasse reinfahren. Ich habe es noch nicht gelernt, wie man in der Boxengasse auch dann anhält, sondern ich bin einfach nur durchgefahren durch die Boxengasse die letzte Mal, wo ich es gemacht habe. Aber wohl, dass man da noch auftanken lassen kann, vielleicht die Räder oder auch am Motor was machen kann. Keine Ahnung, ob du das nochmal ergänzend tun kannst. Bei langen Rennen, wo du vor allem auch auf Verschleiß achten musst und dann deine Taktik auflegen musst, wie ist das mit den Reifen, wann sollte ich nochmal nachtanken, kann ich dann irgendwie hier noch was machen. Ich habe, glaube ich, jetzt hier ein, zwei Plätze gut gemacht, ne? Aber so viel auch nicht. Also mein Geschwindigkeitsüberschuss auf der Geraden ist nicht besonders gut. Ich glaube nicht, dass du hier mit Windschatten und anderen Sachen arbeiten kannst, davon merke ich zumindest nichts. Und das NES hat zwei Knöpfe, die nicht analog sind. Das heißt also, ich kann entweder volle Pulle oder gar nicht. Mit filigran arbeiten ist auch nicht so viel. Weil wir können zum 5. kommen wir nochmal entlang. Wie viele Runden hat er gesagt? 12 Runden. Okay, das ist natürlich reduziert gegenüber einem richtigen NASCAR-Rennen. Aber 12 Runden, immer das hier, wir haben erst die 4. Runde. Ist auch nicht das mega geilste. Ich glaube, hier, ihr seht, wir haben fast die Hälfte des Benzins weg, sind aber erst bei Runde 5 von 12. Das heißt also, das Benzin wird wahrscheinlich nicht reichen, bis wir durch sind. Deshalb müssen wir mal gucken, wann wir auftanken gehen. Ich habe, wo wir das aufnehmen zuletzt, also NASCAR konntest du ja auch nie so richtig hier in Deutschland verfolgen. Deshalb bin ich damit nicht wirklich groß bewandert. Ich habe mir aber einmal die Indy 500 gegeben, das IndyCar-Rennen. Was schon sehr anders wirkt als Formel 1, muss ich persönlich sagen, weil es ja auch ganz andere Voraussetzungen, wie die Autos aufgebaut sind. Aber ich weiß nicht, ob ich ein Freund dieser Ovale bin, einfach. Ne? Das sind ja volle Pulle Hochgeschwindigkeitskurse und das ist natürlich eine ganz andere Taktik und verlangt auch ein ganz anderes Skillset von dem Auto und den Fahrern ab. Und auch bei NASCAR natürlich wahrscheinlich, wenn du so fährst. Ich denke, das ist ja überall beim Motorsport gleich. Ey, 6 Runden und schon der ganze Sprit weg hier. Da gucken wir mal, ob wir in die Pits hier reinkommen. Und es war interessant, die Indy 500 nochmal zu schauen. Aber ich weiß nicht, ob ich ein NASCAR oder... Okay, so. Jetzt bin ich wieder durchgefahren. Shit. Okay. Aufgetankt ist nichts. Repariert ist nichts. Plätze habe ich verloren. Also ich hätte wohl noch einen extra Knopf drücken müssen oder auf die Bremse. Ich probiere es gleich nochmal in der nächsten Runde. Immerhin, ich habe ja nicht so viele Plätze verloren. Aber ja, war interessant, das mal zu schauen. Indy 500 ja auch eines der... Nee, ich komme nicht mal bis zu... Ich komme nicht mal bis zur Box dahin. War interessant, es mal zu gucken, aber ich glaube, ich werde mehr bei der Formel 1 bleiben. Winning isn't everything, aber für Tom Cruise, but it would be nice. Für Tom Cruise ist natürlich Winning alles, everything. Genug davon. 29% hat dieses Spiel von Michael Hengst bekommen und so viel mehr würde ich nicht geben. Apropos Filmumsetzung, wollt ihr noch eine haben? Dann gucken wir doch aufs nächste Bild, denn wir haben die 20%-Marke geknackt und für Ghostbusters 2 reicht es nicht mal für 20%, sondern nur für 19%. Ghostbusters 2 gab es ja bekanntermaßen, glaube ich, in verschiedenen Ausführungen. Zumindest das, was wir hier auf dem NES als Ghostbusters 2 haben, ist die Ghostbusters 2-Variante von Activision. Und Michael Hengst hat auch hier wieder getestet in der Videogames 291.
Und er schrieb, das Ghostbusters 2-Modul entpuppt sich recht schnell als schnöde Mogelpackung. So, let's get to the in-game, damit wir das wunderbare Intro genießen. Wir hören schon mal die Musik. 5 Jahre später. Da fährt das Auto. Das ist miserabel. Du kannst nicht bei der Musik nicht mitgehen. Auch wenn es ein bisschen düdelig auf den Manners rüberkommt. Wir sehen hier ein bisschen die selbst ablaufende Demo. Du hast, meine ich, auch verschiedene Gameplay-Parts. Wir sehen hier gerade ein Ecto 1 fährt herum und Baller-Part, der bestimmt 100% genauso vorhanden war im Film. Nein, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ist ein bisschen lange her. Ich lese euch mal parallel den Fazitkasten von Michael vor. Also 19% hat er gegeben. Das Ghostbusters 2-Modul entpuppt sich recht schnell als schnelle Mogelpackung. Statt 7 verschiedener Actionstufen sind es nur 4. Die Abwasserkanäle und das Straßenrennen gibt's gleich mehrmals. Sieht nur ein bisschen anders aus. Abwechslung AD. Der letzte Spaß wird dem Spieler durch geballt auftretende unfaire Gemeinheiten verleidet. So wird die eigene Figur derart unmotiviert von Feind Sprites angegriffen, dass dem armen Geisterjäger kaum die Chance zur Gegenwehr bleibt. Nicht zuletzt liegt dieses auch an der sehr fummeligen Steuerung. Dass die Grafik nicht berühmt ist, gibt dem Spiel den Rest. Dan Kitchen hat's designed und directed. Ey, ist Dan Kitchen, der ist doch ein berühmter Entwickler bei Activision. Ich meine, schon zu frühen. War der auch bei Atari-Zeiten dabei? Nee, der hat irgendwas Bekanntes auch sonst gemacht. Aber auch wohl Ghostbusters 2. Wir starten. Und Schleimer, er schleimte mich voll. Schleimer, wir wählen One-Player. Ich bin's Vigo, der Schrecken der Karpaten. Die Trauer von Moldawien. Und ich werde dir fressen. Ich werde dich zerstören. Okay, lassen wir wohl einen der Ghostbuster runter in die Kanalisation. Ich meine, dass dieses Runterlassen war eigentlich auch eine Actionsequenz vorher. Ich habe mein Protonenpack, Schleimprotonenpack. Ah nee, es ist, stimmt, es ist das Schleimpack jetzt hier. Alter, mich hat das Ding da erwischt. Ich kann hier herumlaufen und auch hier ähnlich wie bei Dark Castle, falls ihr die Mega Drive Folge gesehen habt, ich kann meinen Arm hoch und runter bewegen mit dem Steuerkreuz und muss dann positionstechnisch schauen, dass ich alles erwische, aber auch von manchen Sachen, die nicht. Sag mal, was kackt denn Slimer da? Egal. Schnell durch. Versuchen da die Icons als auch die Gegner zu erwischen. Aber ich verstehe auch, was Michael im Test meinte, von wegen unmotiviert. Das sieht alles so aus, wenn die hier sich bewegen. Ja, wir sind hier gleich mal da und gehen noch mal durch. Also, es fehlt irgendwie so ein bisschen die Dringlichkeit. Nichtsdestotrotz ist es hammerhart, das Spiel auch. Also, hier geht's gerade einigermaßen gut voran. Aber es kann auch sehr schnell in den Game Over dann münden. Und hier zum Beispiel, diese Hand hat mich erwischt. Ich konnte nichts machen. Ich muss also vorher schon Bescheid wissen, dass diese Hand kommt. Okay, schon wieder ein Leben. Und das ist übrigens, das war ein verlorenes Leben jetzt hier gerade. Ne? So, habe ich geschafft. Immerhin. Und jetzt sind wir beim Auto. Jetzt fahren wir da entlang. Also, es werden unfaire Fallen dahin gemacht. So, ich kann springen. Nee, darüber kann ich nicht springen. Okay, wir versuchen dann nochmal weiterzufahren. Und Geister versuchen mich anzuballern mit ihrer Schleimspur, während ich versuche... Crash. Oh, ich habe keine Autos mehr. Oh, oh, aufpassen. Ich habe nicht aufgepasst, wobei, Auto ist noch nicht kaputt. Aber springen kann ich doch hier auch nicht. Okay, das geht. Eine Blubberblase da oben und das Auto ist vollgeschleimt. Game over. Meister Vigo steht um die Katze rum, da springt er und ist groß wie der Marshmallow-Mann. Meister Vigo, Sie sind so groß und so schön. Continue Game. Nee. Endgame. Ja. 19% gab's dafür. Designed and directed by Dan Kitchen. Meister Vigo hat mal wieder gewonnen. Nicht meins. Muss ich sagen, es reicht. Auch mit Ghostbusters 2. Puh. Ja, na gut. Ein bisschen was werden sie ja davon verkauft haben. Ich meine, die Lizenzen, die sind ja, das sind ja nicht nur Lizenzen von Filmen und Spielen, sondern Lizenzen zum Gelddrucken. Die Eltern kaufen das für die Kids. Jetzt heul mal nicht, jetzt musst du das spielen. Da haben wir Geld dafür ausgegeben. So ist es damals gewesen.
120 D-Mark, der Circa-Preis. Holy shit, für das hier. Leute, wir kommen zum letzten Spiel des Tages und wir haben uns jetzt noch zurückgehalten, was Spiele von Nintendo selber angeht, die hier in diese niederen Wertungsregionen reinkommen, weil meist Nintendo-Spiele ja auch zumindest ein gewisses Maß an Qualität dann hatten. Was mich gewundert hat, innerhalb von den Zeitschriften, also wenn man sich die Übersicht auf Cultboy angeschaut hat, es gab sehr viele NES-Games, die einfach wegen der geringeren Komplexität, wo ich persönlich sagen würde, dass die sind eigentlich ganz gut, haben trotzdem niedrige Wertungen bekommen. Ich meine, sowas wie Duck Hunt, was ein absoluter Klassiker ist mit der Light Gun, hat auch irgendwas um die 30% oder 40% bekommen, wo ich persönlich nicht beipflichten würde. Bei einem Spiel aber, um das wir uns jetzt kümmern werden, und wir gucken aufs nächste Bild drauf, da kann man das nicht so schön reden, denn Urban Champion von Nintendo, berühmt berüchtigterweise für viele wohl eines der schlechtesten NES-Games, und nicht nur für viele, sondern auch für Martin Gaksch, der es getestet hat in der Powerplay 287, dem er eine Wertung von 15% gegeben hat. Es ist mit Abstand das schlechteste Nintendo-Spiel, das ich bis jetzt gesehen habe. Hart ausgedrückt, aber durchaus richtig, kann man sagen. Wir gehen aufs Ingame drauf, sehen die selbst ablaufende Demo. Urban Champion gilt als eines der schlechtesten Nintendo-Games und war damals auch verschrien als wirklich Geldverschwendung auf die eine oder andere Art. Es ist ein Fighting-Game. Sehr früh rausgekommen, 1984, also noch vor den großen Street Fighters. Das müsste so um die Zeit von Yi-A Kung Fu und Karate Champ oder so gewesen sein. Also kann man sagen, so die Grundregeln des Genres wurden noch nicht aufgestellt. Ich lese aus dem Test von Martin einmal vor. Und in seinem Fazitkasten schrieb er, eine Katastrophe. Ach du meine Güte, gegen anspruchsvolle Prügelspiele habe ich ja nichts einzuwenden, aber diese Primitivklopperei ist wirklich peinlich. Zum einen sind sowohl Grafik als auch Animation weit unter dem Durchschnitt. Zum anderen hat man nur zwei Angriffsschläge zur Auswahl, was den Spielspaß vollends zunichte macht. Die wenigen witzigen Einlagen wie Polizeiauto und Blumentopf können da nicht viel mehr retten. Witzige Einlage wie Polizeiauto. Urban Champion ist eine stumpfsinnige Angelegenheit, die zudem weniger vom Können als eher vom Glück entschieden wird. Es ist mit Abstand das schlechteste Nintendo-Spiel, das ich bis jetzt gesehen habe. Ich würde jedem davon abraten, dieses Modul ohne vorheriges Probespielen sich zuzulegen. Also, wir starten einmal. Es geht um die Herrschaft auf den Straßen. Ich bin der Johnny auf der linken Seite und ich kann nach oben schlagen und ich kann nach unten schlagen. Ich kann mich auch zurückbewegen wobei, ja gut, warte mal, ich habe auch ein, oh nein, ich habe versagt. Ich wollte gerade sagen, oh shit, da habe ich nämlich nicht gut aufgepasst hier. Ich kann auch nach hinten gedrückt halten und so eine Art Leberhaken machen, wobei, nee, der Leberhaken kommt raus, auch wenn ich nicht nach hinten gedrückt habe. Es sind wirklich nur diese zwei Attacken. Gegenstand des Ganzen ist, ihr seht meine Stamina unten links, natürlich wie stark meine Schläge zugreifen. Ich könnte auch blocken, indem ich nach oben mache. Muss aufpassen, das ist besagter Blumentopf aus dem Fazitkasten. Ab und zu mal, je nach Location, passiert dann da was. Ich muss es schaffen, oder der Gegner muss es schaffen bei mir, aber ich muss es auf der rechten Seite dann schaffen, den Gegner. Wir starten bei der Mittelposition, bis zum anderen Ende zu bewegen. Man kann das vielleicht wie eine frühe Version von Nidhogg bezeichnen fast. Ja, also Nidhogg mit wesentlich weniger Komplexität. Und die Grundidee ist ja nicht uncool, aber du kannst kaum wirklich was anstellen. Du hast eine Grafik, die okay ist. Es ist aus dem Jahr 84, muss man sagen, ne? Das Originalspiel. Das heißt, du darfst nicht zu viel erwarten, was du komplexitätstechnisch da machen kannst in der visuellen Seite aus. Aber gamingtechnisch wird es dann umso kniffliger. Ab und zu mal hat man in gewissen Locations Leute, die von oben Blumentöpfe runterwerfen. Da muss man aufpassen, dass man nicht erwischt wird. Und mein Ziel war es, den Typen in das Gulliloch zu werfen. Dann kommt nämlich statt dem Blumentopf Konfetti von oben und es wird gefeiert und ich laufe am Gullideckel vorbei und die Action geht von vorne los. Also es ist wie ein kleiner gestaltetes Nidhogg mit wesentlich simplerer Komplexität hier. Der andere Gag, der erwähnt wurde, also wir spielen noch so weit, um zu sehen, ob das noch eintrifft oder nicht. Bisher läuft es relativ easy, muss ich sagen. Würde ich hier umzimmern. Stell dir vor, das ist das Spiel, was ihr habt mit eurem NES. Nicht Super Mario Brothers, nicht Zelda, nicht Metroid. Ihr habt Urban Champion auch euch geholt. Es gibt immer wieder leichtes Gelächter im Internet, wenn Nintendo den Titel re-released hat. Ich meine, der müsste mal in irgendwelchen Virtual Consoles gelandet sein. Und das ist echt kein Titel, wo man da wirklich echt Geld für nochmal extra ausgeben möchte.
wenn man da nicht schon als Kind drauf reingefallen ist. Okay, wir haben die nächste Runde gewonnen mit dem Computergegner. Ich möchte zumindest einmal das Polizeiauto sehen, weil da wir uns auf den Straßen bekämpfen, den Straßen von New York anscheinend, die Polizei ist ja dein Freund und Helfer in Amerika. Ja, so dachte man damals in den 80ern. Mit der amerikanischen Polizei. Aber und deshalb, da wir selbst die Hallodris sind und die Kämpfer auf der Straße, dürfen wir uns natürlich nicht erwischen lassen. Und als kleiner Gag wird der Kampf unterbrochen, wenn Polizeiautos da sind. Und dann beide Kontrahenten, die sich gerade so ordentlich weggezimmert haben, lehnen sich dann an die Wand und pfeifen unauffällig, damit sie nicht vom Polizeiauto einkassiert werden. Ich weiß gar nicht, ob da was anderes passiert, außer dass diese Cutscene dann kommt zwischendurch und dass du eine kurze Pause machst. Es ist so eine lustige Interlude, sowas zwischendurch mal drin, aber so richtig? I don't know. So, einmal hier, einmal hier. Jetzt haben wir 9 Runden geschafft. Jetzt bin ich aber ein bisschen morbide gespannt. Also wir haben 2-stellige Rundenanzahl. Bis 99 Runden könnte es ja gehen, also. Da sind wir jetzt bei Runde 10. Jetzt wird es wahrscheinlich kniffliger, würde ich sagen. Als das, Runde 10. Und wie viel hast du halt bei Urban Champion geschafft? Mann, ich bin bis zur Runde 80 gekommen. Best Game ever. Okay, der ist, glaube ich, schon mal ein bisschen... Wobei? Nee, ist vielleicht doch nicht so klug. Ah, nee, der ist noch gar nicht durch. Ich war gerade nicht so klug. Okay. So. Einmal unten. Das hat aber gereicht. Oh, ich will das Auto wenigstens noch mal sehen. Das letzte Mal, wo ich es gespielt habe, war es gleich in Runde 2 gekommen. So, hier. Einmal oben wieder. Beide getroffen. Einmal unten. Und selbst ein richtiges Punch-Out konntest du ein paar Jahre nach diesem Game haben, ey. Da kommt der Topf. Aufpassen. Also, ist das nicht Körperverletzung? Also, das, was wir machen, ist auch Körperverletzung, ja. Aber wenn ein Typ einfach einen Blumentopf runterwirft auf einen drauf, das ist ja fahrlässige Körperverletzung und alles. Ja, die haben sich da unten gekabbelt, also habe ich dem einen Blumentopf auf den Kopf geworfen und ihm irreparable Schäden zugefügt. Und der muss jetzt intravenös behandelt werden und wird nie wieder ein bisschen festes Essen zu sich nehmen. Aber ich fand das lustig. Also, wieso wirft man denn da Blumentöpfe runter? Das ist so ein Gag aus alten Filmen, der nie vorher gemacht wurde. Okay. Während der Vater hier den Blumentopf geworfen hat, findet die Tochter aber super, dass ich hier bin und schmeißt schön das Konfetti runter. Aus dem Barbershop. Polizeiauto, wo bist du? Ich geb dir noch 2 Runden. So. Das Polizeiauto kommt. Vielleicht. Ich versuch mal nicht zu gewinnen. Oder ich mach mal langsamer bewusst. Vielleicht müssen wir auch direkt in der Mitte stehen oder so, damit die Cutscene abgespielt werden kann. Irgendwie sowas. So, ausweichen. Punch. Komm, Polizeiauto, willst du? Aber vielleicht patrouilliert das Polizeiauto nicht vom Discount-Shop. Na, komm mal wieder zurück, mein Freund. Hundsmiserabel, ey. Also ja, vielleicht sollte das mal eine Sonderfolge sein, so wirklich miese Nintendo-Games. Was relativ ist, denn das ist eins der wenigen Spiele, wo sich wirklich alle darauf einigen können, dass es mies ist. Ich habe so ein paar Games von Nintendo, die ich persönlich nicht mag, aber ich glaube, das ist dann auch eher eine persönliche Ansicht. Ey, kein Polizeiauto. Also ich kann hier prügeln, wie ich lustig bin. Selbst der Blumentopf hat uns nicht erwischt. So. Oh, jetzt haut er mal besser. Aber doch nicht so gut. Ja, da kriegst du Leberhaken nochmal. Hier schön ins Gemächt. Und hier noch einer. So. Ich bin einmal absichtlich in den Blumentopf gelaufen, damit wir mal sehen, wie das ist. Und das war jetzt nicht absichtlich. Ja, komm, hau mich mal. So. Wieder zurück. Und jetzt gehen wir die Straße wieder zurück. Zum Discount-Shop. Oh, warte, was passiert? Zimmer mich mal rein. Die treulose Tomate feiert den anderen auch. Das wäre vielleicht mal eine Angetraute oder so. Aber die freut sich ja für jeden. Und jetzt? Game over. Game A, Game B versus Computer. Achso, Game A ist Singleplayer, Game B ist Multiplayer. Top Round 14 haben wir geschafft. Das Polizeiauto haben wir leider nicht gesehen.
Aber mehr müssen wir auch nicht sehen, denn ich glaube, es ist Zeit, den schlechten Geschmack aus der Mundhöhle als auch aus den Fingern zu waschen und sich davon reinzumachen. Das war's mit dem Endless Trash hier auf dem auf Rocket Beans TV mit dem Retro Club. Supportet uns gerne über den Supporters Club, wenn ihr es noch nicht macht. Gerne auch über den Link, der hier dargestellt wird. Das macht es uns möglich, solche Formate wie die hier und viele andere umzusetzen. Wir sagen extra Danke an alle Leute, die es bereits schon machen. Und ja, jetzt erstmal wieder, die Trashwelle ist durch. Ich habe mich ausgetrashed. Also gucken wir mal, was für schöne Themen wir in den nächsten Wochen haben werden. Wenn ihr Vorschläge für neue Themen habt, als auch Ergänzungen zu der heutigen Folge, schreibt die gerne in die Comments mit rein. Ich war euer Gregor und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.